Willkommen. Willkommen zu wieder einem wundervollen Video. Ich bin in letzter Zeit echt ein bisschen baff, was so alles abgeht in der Welt. Das, was wir uns heute anschauen, ist eigentlich absolut null relevant, aber auch irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht, aber auch irgendwie zeigt, wo wir gerade sind, aber auch irgendwie gar nicht, aber auch... Ich bin verwirrt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an dieses wunderbare Video hier. Ich weiß nicht, warum dieses Video so abgegangen ist für meine Verhältnisse. Also für meine Verhältnisse sind 2.400 Aufrufe schon eher viel. Und wer dieses Video gesehen hat, der wird sich vielleicht auch noch erinnern, dass es um queere Weihnachtsmärkte ging. Super seltsames Konzept, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Und auf dieses ganze Ding wurde ich aufmerksam durch einen Twitter-Post, den ich auch am Anfang gezeigt habe. Und ich habe auch schon damals angemerkt, dass die Person, die diesen Twitter-Post verfasst hat, etwas seltsam ist. Und ich war so, okay, I don't give a fuck. Es ist irgendein random Typ im Internet, der irgendwie Müll von sich gibt. Ja, allerdings ist mir dieser Typ dann wieder random ins Gedächtnis gekommen vor ein paar Tagen und dann habe ich mich mal wieder ins Getümmel gestürzt und geschaut, was bei ihm denn so abgeht und ja gut, sagen wir es mal so. Wild auf jeden Fall. Und ich möchte es vorneweg sagen, so normalerweise erkenne ich eigentlich schon relativ gut, wenn eine Person trollt oder nicht. Aber bei ihm ist es wie das Bermuda... Was hat das Bermuda-Dreieck damit zu tun? Es ist irgendwie sehr undurchsichtig bei ihm, wie so Nebel, wo ich nicht genau einschätzen kann. Meint er das jetzt ernst? Meint er das nicht ernst? Teilweise vielleicht schon, aber es kommt halt auch teilweise absolut nicht so rüber und wird von manchen Leuten falsch oder zu direkt aufgefasst. Und darum wird es heute gehen. Wie wundervoll. Ich freue mich des Todes. Aber ich würde mal sagen, damit vielleicht vor allem für die, die dieses Video nicht gesehen haben, ihr eine Idee bekommt, was es überhaupt für ein Typ ist, gehen wir einfach mal auf sein Profil und schauen uns seine Bio an. Und erstmal können wir kurz mal darüber reden, dass Twitter jetzt, okay, das heißt eigentlich schon seit Monaten X oder X, ich bin Englisch. X. Warum? Niemand wird X sagen. Also ich sehe auch immer noch bei Tagesschau und was weiß ich, wo irgendwie Leute Twitter-Kommentare zitieren, dass da jeder schreibt X. In Klammern, vormals Twitter. Und ich werde X nie X nennen, sondern immer Twitter, also don't come for me. Was hat er denn so über sich geschrieben? 24, für Boomer provokant. Okay, apparently bin ich jetzt ein Boomer, weil ich finde es nicht unbedingt provokant, ich finde es eher höchstgradig unangenehm und doppelmoralisch und einfach dämlich. Also manchmal habe ich schon das Gefühl, dass er so... Aber okay. r/she/Felix. Klimaschützer, queerer Aktivist. Sehe ich null. Offizieller Repräsentant der Legitimate WLAN-Passwort-Community. Und das Lustige ist, dass zu fast jeder dieser Sache von wegen Klimaschützer, queerer Aktivist, offizieller Repräsentant der LGBT-Community, dass ich dazu irgendwas gefunden habe, wo ich mir denke, so, bist du irgendwie lost? Auch frage ich mich bis heute, das habe ich auch damals schon angemerkt, von wem ausgeht dieses mit dem offizieller Repräsentant so? Ich wusste nicht, dass es da so auserwählte Delegierte gibt, die jetzt für die Gruppe, zu der ich gezwungenermaßen angehöre, spricht, aber stop. Einfach nein. Ich bin, wie gesagt, etwas durch seinen Twitter-Account durchgegangen und habe mir mal so wirklich ein Best-of zusammengestellt, wo ich mir wirklich innerlich so am Facepalmen war, dass ich schon wieder an meinem Hinterkopf wieder rausgekommen bin. Let's go. Ach ja, und vielleicht sollte ich erwähnen, dass er irgendwie 24/7 ist und was weiß ich, aber... So, zum Beispiel auch das erste Beispiel hier. Dieser Post vor 4 Tagen. Wer macht mit mir im Januar 2025 eine legitimate Quad-Kreuzfahrt? Stelle mir das so schön vor, insbesondere weil man ja auch so wunderbar für die LGBT-Rechte demonstrieren kann. Denk mal, wir können uns alle vor... Ich hoffe, ihr hört den Hund da außen nicht. Der bellt schon den ganzen Tag. Nee, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was für eine Veranstaltung das ist auf dem Foto. Vor allem, weil es eine Kreuzfahrt ist. Eine Demonstration ist ja eigentlich, wie der Name schon impliziert, etwas, wo du etwas bewirken willst, etwas demonstrieren willst. In dem Fall jetzt zum Beispiel, normalerweise bei CSDs zum Beispiel, du willst demonstrieren so, hi, wir sind die LGBT-Community und wir möchten Akzeptanz und Toleranz von der Gesellschaft. Meines Erachtens haben wir schon gleiche Rechte, also das... Braucht es nicht tausendmal noch zu erwähnen bei diesen CSDs. Aber ja, wie willst du das auf einer Kreuzfahrt machen, wo außer irgendwelchen anderen Schwulen niemand anwesend ist? Für wen demonstrierst du da oder zu wem demonstrierst du hin, wenn man das so sagen kann? Pointless. Schon mal maximal lost. Aber es wird halt auch nicht besser. Zum Beispiel hier. Hier hat ein Bild gepostet. Safe sex, no regrets, carry a condom. Eine sinnvolle Aussage, wie ich ja finde. Allerdings meinte dann Maestro dazu, weil er hat das scheinbar bei den Darklands. Will nicht tiefer darauf eingehen, was das genau ist. Das hat er auf jeden Fall bei den Darklands fotografiert und hat gemeint, von Prep haben die bei Darklands wohl noch nichts gehört und du hast wahrscheinlich auch noch nie was von anderen Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhoe, Syphilis etc. pp. Gehört. PrEP hilft dagegen halt nichts.
Get educated, whore. Wobei an und für sich, doch, er weiß von diesen Geschlechtskrankheiten, denn er testet sich tatsächlich scheinbar regelmäßig, was er dann auch auf eine sehr seltsame Art und Weise auf Twitter immer so publik macht, weil er dann wirklich jedes Mal postet so, woo! Ein wunderbares Testergebnis und eine Leistung, auf die man in Berlin durchaus stolz sein kann. Dann kann der große Geburtstags-Lapdance am Freitag nichts mehr im... Junge, deine Grammatik ist so verwirrend und scheiße, ich kann das nicht lesen. Naja, einerseits finde ich es ja gut, dass er sich noch nicht infiziert hat und was weiß ich, aber ich finde, es sollte nicht sein, womit man prahlen sollte. Es sollte eher für mich der Normalzustand sein, aber go off. Ach ja, und wo wir auch beim Thema Verhütungsmittel sind, vielleicht ist es euch Anfang des Jahres so unter die Ohren? Nee, ich kann kein Deutsch. Vielleicht ist es euch zu Ohren Anfang des Jahres gekommen, dass es bei zum Beispiel PrEP einige Engpässe gab, weil... Naja, eigentlich diverse Gründe. Und man dementsprechend etwas sparsamer damit sein sollte, damit vor allem die Menschen, die darauf auch wirklich angewiesen sind, nicht zu kurz kommen. Insofern fand ich dann auch im ersten Moment diesen Post hier recht sinnvoll, dass er geschrieben hat, bitte überlegt euch, ob ihr PrEP aktuell wirklich benötigt. Es gibt einen Engpass bei der PrEP-Versorgung, Äftel brauchen andere Queers PrEP nötiger als ihr. Aber dann geht der Post weiter mit, ich habe nur noch bis Anfang März PrEP, damit schaffe ich es gerade so, nur noch durch Darklands und Snacks, I don't know. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber es hat für mich so ein gewissermaßen einen leichten Spott-Vibe oder so, als ob er das absolut gar nicht ernst nehmen würde. Und vielleicht bin ich auch an der Stelle etwas zu sensibel, was das Ganze betrifft, aber wie gesagt, ich finde, bei diesen ganzen Themen, die ich jetzt heute ansprechen werde, kommt es wirklich auf die Summe an und nicht wirklich auf jedes Einzelne für sich. Und drunter geht's auch weiter, hab die niederländische PrEP bekommen, leider. Nur für 30 Tage. Aber damit komme ich zumindest durch das Easter-Berlin-Wochenende und Nachschub für die Gran Canaria Legitimate Croix-Demonstration ist zum Glück auch schon unterwegs. Hatten wir es nicht gerade davon, dass es einen Engpass gibt? Oh Junge. So ein Post wie jetzt hat mich schon teilweise stutzig machen lassen, ob er das Ganze wirklich nur als Joke meint oder nicht. Ehrlich gesagt, ich hoffe es wirklich, dass er es als Joke meint, weil ansonsten sehr, sehr lost. Aber er schreibt hier zum Beispiel, warum isst man für viele in der Gay-Community nur ein Stück Fleisch? Traurige Emojis. Woran das nur liegt? Also ich würde mal sagen, dass du mit deinen Tweets nicht einen sonderlich großen Beitrag dazu leistest, dass sich an diesem Bild etwas ändert. Manche Fälle habe ich halt auch wirklich nicht reingenommen, einfach weil es mir zu derb war und ich habe keine Lust, dass solche Sachen auf meinem YouTube-Kanal sind. Wobei ich dann auch an andere Videos denke, wo ich solche Themen behandelt habe und mir denke, wow, dann ist es wirklich... Okay. Aber Kollege, schau mal her, du hast jetzt nicht wirklich wenige Follower. Du kannst halt wirklich einen positiven Beitrag zu dem Ganzen beisteuern. Tust es halt aber nicht. Dafür gibt es dann andere Posts, wo ich mir halt denke, Kollege, du möchtest Toleranz, Akzeptanz etc. von der Gesellschaft, kommst aber selber mit solchen Dingen um die Ecke. So zum Beispiel hier, ich weiß nicht, wie man das auf Twitter nennt, rezitierter, sage ich jetzt mal, einen Tweet, wo jemand geschrieben hat, auch meine Familie und ich wollen Hashtag Gesicht zeigen und sind Hashtag laut gegen links, Ampel muss weg. Und darunter haben sie ein Foto von sich gepostet und auch von der Message kann man halten, was man will. Allerdings, wenn man das dann retweetet und dann dazu schreibt, Ostdeutschland muss natürlich auch wieder alle Klischees bestätigen, dann... Kollege, du machst mich low-key aggressiv. Du brauchst dich halt nicht wundern, wenn du selber Toleranz und Akzeptanz forderst und ja, so ein toller, queerer Aktivist bist und dann aber gleichzeitig solche Posts raushaust, dann davon kommt keine Akzeptanz. Ich find's halt immer wieder amüsant, aber auch gleichzeitig irgendwie traurig, dass er von anderen Gesellschaftsgruppen Akzeptanz und Toleranz verlangt, während er diese jenen Gruppen nicht zurückgibt. Und wer auch jemals in seinem Leben irgendwie mal gelernt hat, gescheit zu diskutieren, der weiß, dass auf körperliche Merkmale zu gehen, um einen anderen zu diskreditieren, einfach ein absolutes No-Go-Argument ist und nichts effektiv zur Diskussion beiträgt. So, und ganz ehrlich, let's be real, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das war natürlich ein Joke für all die, die es nicht verstanden haben, es sollte einfach nur verdeutlichen, wie dumm es ist, auf Äußerlichkeiten zu gehen und wie absolut dämlich man dann damit dasteht. Und vor allem, weil wir ja auch wissen, dass es, no offense an meine ganzen Ostblock-Menschen, was sagt man da Ostblock? Keine Ahnung, aber halt die Menschen, die in Ostdeutschland wohnen, no offense an euch, aber die Konzentration an Menschen, die der LGBT-Community nicht tolerant gegenüber sind, ist halt dort deutlich höher als jetzt beispielsweise in anderen Bundesländern. Und dementsprechend trägt man nicht sonderlich viel dazu bei, daran etwas zu ändern, wenn man Posts wie diese raushaut. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich mittlerweile echt denke, dass es moralisch verwerflich wird, weil ich habe dann auch diesen Tweet, wo er schreibt, das ist halt wirklich der einzige Punkt, bei dem Twitter wirklich besser ist als Threads. Man kann hier wenigstens Erkältungsbilder teilen. Und ich habe euch das Bild, das er als Erkältungsbild beschreibt, auch schon im letzten Video gezeigt. Und ich meine, er hat da ein Bild von seinem Gesicht, wo er Holzleim im Gesicht hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, warum er wirklich das Bedürfnis hatte, ein Bild von solchen Sachen auf einer Plattform zu posten, die ab 12 ist.
Why? Also, for real, würdest du zu einem 12-jährigen Kind hingehen und absolut kein Problem damit haben, dieses Bild diesem Kind zu zeigen? Ich denke und ich hoffe mal nicht, weil ansonsten ist echt was falsch mit dir. Also von daher, du brauchst dich gar nicht wundern, dass dieser Content oder diese Bilder von der Plattform entfernt werden, weil das dort absolut nichts zu suchen hat. Twitter ist halt wenigstens ab 18, sprich, da ist es irgendwo noch verständlich. Und es gibt auch ganz viele Leute, die auf Twitter ihre ganzen OnlyFans-Contents promoten. Da es ab 18 ist, juckt es mich ehrlich gesagt relativ wenig, vor allem, weil du dir ja selbst mehr oder weniger deine Bubble zusammenstellen kannst, indem du gewissen Leuten folgst und dann wird dir ja basierend auf dem neue Leute vorgeschlagen. Von daher ist es auch relativ leicht, auf Twitter das Ganze zu umgehen, wenn man das nicht sehen möchte. Aber Threads, das ist genauso, als würdest du es auf Insta posten. Insta und Threads sind ja quasi miteinander gekoppelt. Also ich, ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich wirklich am verwirrendsten finde, muss ich sagen. Es geht jetzt mal fernab von diesem Thema, das wir bisher hatten, und zwar zu dem Thema Klimaschutz und weil er ja Klimaschützer und Klimaaktivist ist und was weiß ich. Und ich finde es ja auch wirklich vorbildlich. Er postet schon häufiger Sachen, dass er mit der Bahn unterwegs ist, was ich auch wirklich cool finde. Manche Sachen wirken dann halt ein bisschen doppelmoralisch. Erstmal hier, auf zum Skifahren nach Österreich. Eine Woche Urlaub habe ich mir redlich verdient. Natürlich gewohnt, klimafreundlich mit der Bahn. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts dagegen, wenn man mal Skifahren geht, was jetzt nicht wirklich als eine sonderlich klimafreundliche Sportart bekannt ist. Ich würde auch sagen, dass ich schon aufs Klima eher achte und halt auch in gewissen Entscheidungen meines Lebens den Klimaaspekt mit einbeziehe. Aber dennoch, ich war schon mehrfach in meinem Leben Skifahren. Ich bin schon mehrfach in meinem Leben geflogen, unter anderem zum Beispiel letztes Jahr. Man muss nicht auf hundertprozentig alles verzichten. Das heißt nicht, dass du dich nur noch vegan ernähren darfst und auch nur noch gefühlt das, was du selber in deinem Garten anbaust, essen darfst, keine Frage. Auch wieder gilt hier, die Summe von allem macht's. Vor allem, wenn solche Posts wie der hier kommen. Außerhalb der Skipisten ist es, obwohl wir Mitte Januar haben, alles grün. Ich weiß schon, warum ich hier auf Twitter weiterhin Leute outcallen werde, die mit ihren Autos und dem Kreuz bei der CSU und FDP unseren Planeten zerstören. Also, alles schön und gut. Würdest du da nicht das hier posten? 2023 stand ganz im Zeichen des Klimaschutzes, weshalb ich meine Flugreisen auf das absolut notwendige Minimum reduziert hatte. Insgesamt waren meine Flüge 5 Stunden verspätet. Oha! Wisst ihr, wie oft der geflogen ist? Man muss bedenken, das war innerhalb von einem Jahr. Ganze 19 Mal. Wo zum Teufel ist 19 Mal ein absolutes Minimum. Vor allem, weil man hier auch sieht, wo er unterwegs ist. Ich würde nicht sagen, dass alle Flugreisen von diesen, die man hier auf den Punkten sieht, unbedingt notwendig waren. Zumal es dafür auch ganz einfache Alternativen gibt, wie den Zug oder halt auch mal das Auto. Selbst im Autofahren ist deutlich, 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 deutlich klimafreundlicher, als mit dem Flugzeug zu fliegen. Gut, wenn er kein Auto hat, ist es eine andere Sache. Aber wie gesagt, der Zug steht immer noch zur Wahl. Und dass das Ganze auch absolut unnötig ist, lässt sich auch daran erkennen. Wie gesagt, er ist 19 Mal geflogen und insgesamt einen Tag und 15 Stunden lang im Flugzeug gesessen. Wenn man jetzt diese 39 Stunden, die er im Flieger saß, durch 19 teilt, dann kommt man auf etwas über 2 Stunden pro Flug. Was? Das ist weit fernab von einem Minimum an Flügen. Du bist kein Geschäftsmann, sondern das waren halt immer irgendwelche Sachen wie, ja, du fährst nach Gran Canaria, um da auf irgendeine Party zu gehen, um es mal so auszudrücken. Es ist halt so traurig, weil ich mir denke, manchmal postet, also selten, postet er halt schon irgendwie sinnvolle Sachen zum Thema Klimaschutz, zum Thema Bahn und was weiß ich. Meistens sind es dann aber auch wirklich Reposts, also wenn da eigene Tweets verfasst er jetzt nicht so häufig, was das Thema betrifft. Aber es ist halt einfach so, so viel Doppelmoral und es fällt halt auch den Leuten in den Kommentaren auf, wo ich dann auch ehrlich nicht mehr weiß, meint er das jetzt ernst? Weil so hohl kann man halt wirklich nicht sein. Oder ist er wirklich so hohl? Ich hoffe halt irgendwo schon, dass es Satire ist, aber wenn es das ist, dann ist es halt absolut nicht als solche erkennbar. Und es werden definitiv Leute drauf reinfallen, die denken, wow, das ist die LGBT-Community, die sind alle nur auf das eine aus und sind unbedingt auf PrEP angewiesen, selbst wenn sie kerngesund sind, auf Verhütung scheißen, geben sich als Klimaschützer aus, aber fahren dann für sämtliche Partys, wo sie interagieren um die halbe Welt. Okay, ist das jetzt nicht so weit immer gewesen, aber allein der Fakt, dass du für Kurzstreckenflüge, Kurzstreckenflüge ins Flugzeug steigst, zeugt einfach nur von Doppelmoral. Achso, und weil ich die Kommentare dazu schon förmlich riechen kann. Nein, ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Mensch einfach so einen promiskuitiven Lebensstil hat wie er. Und falls ihr jetzt nicht wisst, was promiskuitiv heißt, do your homework, hört euch diesen Song an, da drin ist die Erklärung versteckt. Also lebt ruhig dein Leben als wandelnde Bazillenschleuder weiter. Hab deinen Spaß, ich werde dich nicht davon aufhalten. Aber was ich daran kritisiere, ist, dass du das Ganze unter dem Deckmantel von Aktivismus für LGBT-Rechte und weiterem tust. Beziehungsweise, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er sich selbst einfach als Repräsentant für die LGBT-Community ernannt hat. Aber dass du das alles unter diesem Titel, sage ich jetzt mal, machst,
stößt mir halt sauer auf. Nicht jeder ist so weit, was dieses Thema betrifft, und dann trifft er auf deinen Kanal und denkt sich, wow, was ist das? Ist das die LGBT-Community? Es sind so homosexuelle Menschen? Sind das wirklich die Werte, die weitervermittelt werden sollen in diesem Kontext? Oder ist das einfach nur dein Lebensstil? Der auch durchaus berechtigt ist, keine Frage. Aber ich finde nicht, dass dein Lebensstil als Paradebeispiel für die LGBT-Community halten soll. So wie es rüberkommt, wenn man sich deine Posts ansieht. Aber gut, was sagt ihr zu dem Thema? Falls ihr irgendwie was Genaueres über ihn wisst, was die Ernsthaftigkeit seiner Postings betrifft, sagt mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist dann auch dieses Video einfach nicht mehr online, einfach weil ich absolut nichts gerafft habe, aber werden wir ja sehen. Und dann war es das auch schon wieder tatsächlich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht gestorben währenddessen, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist so dämlich. Wenn ja, dann stellt euer Bügeleisen nicht zu nah an eine Pflanze, weshalb sie dann anfängt zu vertrocknen. Und gebt mir auch ein Abo. Oder aber auch nicht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Depression.